Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Patienten, liebe Angehörige. Ich freue mich, dass ich den ADP e.V., unsere Bundesorganisation für Selbsthilfe, hier einmal vorstellen darf. Mein Name ist Birgit Fricke und ich bin zuständig und berate Sie gern im Raum Schleswig-Holstein oder Ihre Ansprechpartnerin. Und ich bin seit 5 Jahren ehrenamtlich tätig in diesem Bereich und auch seit 5 Jahren eben selbst erkrankt an der Bauchspeicheldrüse und habe eine Whipple-Operation hinter mir. Seitdem bin ich Diabetikerin und muss auch Verdauungsenzyme nehmen. Ja, wer sind wir? Was machen wir? Der ADP e.V. wurde vor über 40 Jahren von betroffenen Menschen, von deren Angehörigen, von Ärzten und von Apothekern in Heidelberg gegründet, unter dem Motto Hilfe durch Selbsthilfe, und 1979 wurde dann der ADP zu einem eingetragenen Verein. Uns gibt es um die 60 Mal, es gibt 60 Regionalgruppen etwa in der ganzen Bundesrepublik. Und was machen wir dort? Wir organisieren und führen eben große Veranstaltungen durch mit Krankenhäusern, unseren Kooperationspartnern, mit Ärzten und mit Diabetikern und Ernährungswissenschaftlern. Ja, und wir führen aber auch kleinere Gruppentreffen durch, in denen sich die Betroffenen, also die erkrankten Menschen, auch gegenseitig helfen können, austauschen können und miteinander reden können. Wir haben sehr viel Informationsmaterial und dieses Informationsmaterial ist überwiegend ja auf dem neuesten Stand. Und dieses Informationsmaterial, das möchte ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, das ist beispielsweise ein Ernährungstagebuch. Da können Sie dann eben Ihre ganze Ernährung dokumentieren im Bereich, gerade wenn man eben mit der Verdauung auch Probleme hat. Da geht es um die Ernährung an sich. Wir haben auch hier eine ganz neue Auflage dieser Broschüre Komplementärmedizin und Alternativen. Und ganz wichtig eben unser Flyer, wir sind für Sie da. Wenn Sie an der Bauchspeicheldrüse Probleme haben, sich informieren möchten, Ansprechpartner suchen, alles rund um die Bauchspeicheldrüsenerkrankungen. Ja, wir helfen Ihnen durch einfaches Dasein, durch einfache Zuwendung, will ich mal sagen, die nicht zu unterschätzen ist. Es kommen große Probleme auf Sie zu. Überwiegend, wenn Sie eben diese schwere Diagnose von dieser furchtbaren Krankheit erhalten. Es geht auf die Psyche. Ja, man zieht sich zurück, weil andere Menschen einen nicht verstehen können. Sie haben Verdauungsprobleme. Der Blutzuckerspiegel, die Blutzuckerregulation verändert sich. Und bei all diesen Dingen möchten wir Ihnen helfen, das Ganze besser zu verstehen. Wir möchten Ihnen auch helfen, dabei sagen wir mal, eine Zweitmeinung einzuholen, Ärzte zu finden, das richtige Tumorzentrum zu finden, Psychoonkologen und all diese Dinge, da möchten wir Ihnen bei helfen. Aber das Wichtigste, wie vorhin schon erwähnt, ist die menschliche Zuwendung, weil wir alle wissen, wovon wir sprechen. Ja, deswegen sind wir auch immer auf dem neuesten Stand und wir haben einen sehr aktiven und großen wissenschaftlichen Beirat. Wir sind Mitglied im Paritätischen Gesamtverband. Wir haben im wissenschaftlichen Beirat auch Experten aus allen verschiedenen Richtungen, das heißt aus der Gastroenterologie, aus der Ernährungsmedizin und aus der Chirurgie, Psychoonkologie, Apotheker, Diätassistenten. Also wenn ich auch mal nicht weiter weiß, wir können das jederzeit gerne weiterleiten. Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort auf Ihre Fragen. Die Broschüren habe ich Ihnen schon gezeigt. Wir haben weiterhin in unserem Programm alle 2 Jahre ein großes Bundestreffen. Auf diesem Bundestreffen findet eine Mitgliederversammlung statt und die Wahl des Vorstandes beispielsweise. Wir haben viele Vorträge von sehr bekannten Spezialisten, auch Ärzte und auch Arbeitsgruppen. Also das ist immer eine sehr, sehr große, gute Veranstaltung in einem anderen Ort in Deutschland, immer ein neuer Ort in Deutschland in einer großen Stadt. Und wenn Sie Fragen haben, das wird dann in die entsprechenden Regionen dann
weitergeleitet, sage ich jetzt mal. Wir haben eine sehr umfangreiche Webseite www.adp-bonn.de. Da haben wir ein Forum für Sie eingerichtet. Sie können sich mit anderen Menschen austauschen. Hier haben Sie die neuesten Erkenntnisse, die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Ja, und so weiter und so weiter. Sie haben auch die Standorte hier aufgelistet, sodass Sie dann auch in Ihrem Bereich etwas Passendes oder Ihre passende Regionalgruppe finden. Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie bei Informationsbedarf oder wenn Sie eine Frage haben im Bereich der Bauchspeicheldrüsenerkrankten, ob Sie ein Arzt sind, ein Arzt, eine Ärztin, Pflegepersonal sind oder Ihr Familienmitglied hat eine Krankheit diagnostiziert bekommen an der Bauchspeicheldrüse. Zögern Sie bitte nicht, rufen Sie mich an, melden Sie sich bei mir. Ich habe auch einen Anrufbeantworter laufen. Ich habe hier in Schleswig-Holstein, versuche ich möglichst 2 bis 3 Mal in jeder Region eine kleine Selbsthilfegruppe zu organisieren, das heißt und durchzuführen. Das heißt in Lübeck, in Kiel, in Steinburg oder Stormarn und eben auch im Kreis Dithmarschen. Und ja, im Moment ist es aufgrund der Corona-Lage nicht möglich. Aber wie gesagt, Sie brauchen diesen Selbsthilfeweg nicht alleine zu gehen. Wir sind für Sie da und ich würde mich freuen, wenn Sie sich melden. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.